Goddammit, jetzt lass mich doch mal ein Game spielen, verdammter A. Zack, 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 zack. Was maxe ich denn auf Nidalee eigentlich? Q, ne? Welche Elo ist der Account? Diamond 1 ist das ungefähr. Alter! Einfach keinen Damage. Ja, aber so ist richtig, oder? Und dann gehen wir Hex dich GLP into Liandres. Ich könnte TP spielen, je nach Matchup, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir für ein Matchup kriegen. Und maxt man E oder W auf AP Shaco? Ich weiß, im Jungle, das AP Shaco OTP, der maxt E. Aber ich glaube, Pink Wards maxt sein W, wenn ich mich nicht täusche, ne? Wenn der Vladimir pickt, muss ich AD Shaco spielen mit, aber. Wenn der Flat pickt, müssen wir AD Shaco mit Halo Blades spielen, ja? Bleibt uns nichts über hier, dann müssen wir AD Shaco spielen. Was nimmt man Secondary auf AD Shaco, ist die wichtige Frage. Goddammit, jetzt lass mich doch mal ein Game spielen, verdammter A. Zack, 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 zack. Was max ich denn auf Nidalee eigentlich? Q, ne? Welche Elo ist der Account? Diamond 1 ist das ungefähr. Alter! Come on! What? Aber das sind die Gegner. Das waren die Gegner jetzt zweimal schon, ne? Azir Toplane, let's go, baby. Okay, Azir Toplane. Okay, das wird durchgehen, das Game. Das wird durchgehen. Mord ist ein Standard-Pick. Und ich habe ihn natürlich nicht. Well, it's Kane. Der Envy-Carry Kane, let's go. Ich bin jetzt mal Evelynn, oder? Oder bin ich Lulu? Weil ich glaube, die Eva hat gedodged, ne? Mal Evelynn. Hab ich Kane? Please sag mal, ich hab Kane. Schöne Runde, Envy Carry Kane in der Mitte spielen hier. Muss echt ein paar. Ich habe so viele Champions auf dem Account, aber mit vielen von den aktuellen Meta-Champions fehlen mir einige. Midlane Kane, spielst du da? Conqueror? Was meint ihr? Die spielen alle Conqueror hier. Aber ich glaube, Envy spielt Dark Harvest, oder? Ein ziemlichen Exodia-Draft, wenn wir jetzt noch einen guten AD Carry dazukommen. Das sieht nach einem Free Conqueror-Zilla. Oh mein Gott, ist Conqueror Kane hier nicht insane in dem Game? Ist halt nicht komplett insane in dem Game? Gegen die Champions, Conqueror Kane? Ich glaube sogar, das Matchup gegen Vladimir sollte doch gut sein für uns, oder? So, jetzt ist halt die Frage, wie kann ich irgendwie garantieren, dass ich die Melee-Form bekomme? Ja, ich weiß nicht, ob das Matchup gegen Vladimir gut ist. Vielleicht wäre es besser, wenn der Morde Mitte geht, oder? Ich glaub, das wäre besser gewesen. Ich hätte nach dem Swap fragen sollen. Ich glaube, auf Red Kane max ich einfach straight up das Q komplett, ne? Das Wichtige ist einfach nur, die ganze Zeit die Wave zu pushen, wenn er uns wahrscheinlich probieren würde, aus der Lane zu harassen. Er wird uns die ganze Zeit harassen, wir werden die ganze Zeit die Wave pushen, ne? Okay, jetzt habe ich schon... Oh, ich habe schon viel gekriegt, da. Holy shit. Oh no, das war bad von mir. Damn. Komplett den Schaden von denen unterschätzt. Ah, ich bin noch nicht so stark, wie ich antizipiert hatte, ha? Huh? Wave steht gut für mich, aber... Boah, ich war so sicher, dass wir den da killen. Der Damage ist so disgusting von ihm. Dann one-hittet ja die Wave. Mit Level 3, oder? Oh. Das one-hittet die Wave mit Level 3? What? Ja, aber du musst ganz nah an denen dran sein, damit beide Instanzen treffen, ne? Aber dann ist der Damage absolut disturbing. Ich finish mit dem Jump auf den Kopf. Ja, ich hätte ihn früher igniten müssen, der hat sich so geheilt noch. Hat sich so geheilt dagegen. Nice Weapon. Oh, ich bin echt ein mieser Kane. Ich überschätze mich immer komplett. Ich hätte noch kurz warten sollen einfach da, ne? Ich hätte immer noch kurz warten sollen. Jetzt habe ich die Lane ein bisschen weggedurft. Ja, aber actually bin ich immer noch gut dabei, ja. Gut trotzdem. Ich habe den Kill auf den Ränger gekriegt. Ich hatte fast meine Form, meine erste. Also wir werden natürlich die Blue Form kriegen, oder? Greedy? Na, ich komme ja nicht mehr raus. Wo soll ich hin? Der Ezreal ist hier, der Varus ist hier, der Vlad ist hier. Hier ist ein Ward und hier ist ein Ward. Komm, also wenn ich da hochlaufe, dann kann der Ezreal ja einfach, der sieht mich ja sofort. Dann kann der Ezreal einfach rüber, eben bin ich auch tot. Ja. Ich glaube, ich sollte trotzdem probieren, jetzt top zu gehen. Das wäre sehr, sehr wichtig gewesen für mich. Aber später, Red Kane mit Yumi und Ivan wird auch richtig, richtig disgusting, Und ist jetzt einfach die Blue Kane, die Blue Form dann gleich. Mexika ist zweites das W oder das E mit Red Kane, Leute?
Ich muss 4 Minuten warten für die andere Farm. Death Dance next? Oder was soll ich als nächstes? Ich hätte ihn auch noch haben können. Ich habe meine Spells nicht getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass Top-Lane-Kane halt legit ein guter Pick ist, zum Beispiel. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Einfach nur, weil der halt so insane in Wave clear. Und dann, sobald du Red Cane Form gibst, gibt's ja wahrscheinlich keinen Bruiser mehr, der gegen dich wirklich was machen kann, oder? Frage ist, welche Boots ich gehe hier. Mercs wahrscheinlich, ne? Später kann ich auch Spirit Visage gehen, um ein bisschen die Grievous Wounds zu countern von denen. Ich kann jetzt straight up diven, oder? Ja, kann ich. Auto-Attack, cool, fertig. Ich kann jetzt straight up diven, oder? Ja, kann ich. Jetzt hat er wieder cool. Wir müssen aufpassen wegen Rengar auch jetzt. Weil jetzt kann er uns killen, ne? Solange wir unsere Form nicht haben. Hingehen. Man heilt sich nicht, während man die Form wechselt? Really? Okay, ich muss jetzt unbedingt anfangen, ein bisschen mehr Level zu generieren auf der Sideline, ne? Okay, das macht tatsächlich Damage während der Ulti, meine Ulti. Das ist terrible, dass ich da noch sterbe. Okay, weiter Richtung Death Dance gehen. God damn! Hat der geflasht und ignited? Hat er, ne? Leider so squishy, ne? Was kann ich denn bauen, dass ich nicht mehr so squishy bin? Also klar, ich baue jetzt Death Dance fertig. Aber danach gehe ich dann schon full Tank, oder? Oder baue ich danach auch noch aggressive? Also was mache ich da? Was mache ich danach? Ich würde wahrscheinlich Spirit Visage gehen, glaube ich, gegen G2. Butterweich. Ich bin so butterweich, ey. Das heißt, habt ihr da gerade gesehen, wie ich da geplatzt bin, als ich reingegangen bin gegen. Ey, der Ezreal ist halt so fett. Ja, genau. Ich will den Drake gleich fighten. Ich will unbedingt noch das haben davor. Ich hab keine Pressure auf der Map. Die können einfach instant so beide hier oben sein. Die Wave will ich noch pushen und dann muss ich raus, genau. Richtig. Wir können das so leicht gewinnen, die Fights, aber die müssen einfach, die Schilder müssen halt richtig nachmoben und die Yumi. Und den Drake, ja, yes. Oh, Daisy mit Schild! Let's go. So, was brauchen wir als nächstes hier? Ich glaube, wir könnten Executioner gehen, aber das delayt unser Tanking ist halt noch weiter, ne? Ich glaube, ich gehe trotzdem. Also zumindest für einen. Ich habe Ignite, aber ich glaube, ein Executioner ist gut. Ja, Ivan ist so nervig, ne? Der spielt einen Support-Champion, spielt wie Code, stellt sich immer viel zu weit hinten, spielt nur für Stats und flamet permanent andere Leute. Das ist, also ich weiß nicht, manche Leute, ne? Diamond, das ist Diamond 1. Du würdest erwarten, dass. Also klar hat der gute Stats, aber der macht halt nix. Stay together. Warum ist die Yumi rausgegangen? Oder geht die raus, wenn ich Kane ulte? Was? Geht die raus, wenn ich reingehe? Mit meiner Ult? Erst, das ist natürlich dann ziemlicher Int. Ja, jetzt haben wir gerade das Game wahrscheinlich verloren. Ich bin mir fast 100% sicher, dass die drin bleibt. Es ist bei Sonjas genau dasselbe. Wenn du jegliche Art von Stasis verwendest, außer Mordekaiser Ult, bleibt die Katze drin. 100% eigentlich. Oder 99,99999%. 99,999%. Nur der Support kann zurückkommen. Okay! So. Boah, ist der Ivar nervig gewesen. Der hat nichts gesagt, ne, der Mordekaiser. Und die Yumi auch. Und wir nehmen der Ivar. Und die Tristana. Meine Güte! So nervig, ey. Boah, ey. Zum Glück hat der Mordekaiser gut gespielt, ey.